Hallo Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin heute mal wieder vor der Kamera, weil heute geht es wieder ums Thema Stampin' Up! Demonstrator werden. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht und das Hauptvideo, also da, wo wirklich alle Fragen beantwortet werden und wo ich euch auch zeige, wie man sich anmeldet als Demonstrator, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben unterm weißen i, da könnt ihr mal nachschauen. Es ist ein bisschen ein älteres Video, das sieht man auch ein bisschen an meiner Haarfrisur, aber genau, es ist immer noch alles soweit, also von den Fragen und so ist alles soweit beantwortet in dem Video und auch der Anmeldeprozess funktioniert noch genauso. Und ihr könnt da gerne mal vorbeischauen und heute habe ich mir gedacht, mache ich ein neues Video, weil es eine neue Einsteigeraktion gibt. Und zwar ist jetzt im September von 1. bis 30. September 2020 eine besondere Aktion für jeden, der überlegt, bei Stampin' Up! Einzusteigen. Und das Ganze nennt sich Fertig und los! Ich habe hier mal so einen Flyer, den zeige ich euch gleich besser, weil ich habe dazu nämlich ein paar Ideen und möchte euch da ein bisschen mehr Ideen dazu geben, als ihr jetzt so von Stampin' Up! Bekommt. Und das zeige ich euch nachher gleich am Basteltisch. Also wir werden auch gleich zusammen basteln. Das ist also nicht nur ein reines Informationsvideo für jeden, der überlegt, Demo zu werden, sondern es kann gerne auch jeder dranbleiben, der gerne bastelt, weil wir nachher natürlich auch basteln. Und ich blende euch jetzt einfach mal hier die Zeit ein, ab welcher Zeit wir zusammen basteln. Und dann können alle, die das Stampin' Up! Demo werden Thema jetzt nicht so interessiert, einfach auf diesen Timer schalten, auf diese Uhrzeit und dann könnt ihr einfach mitbasteln oder zuschauen, was ich euch da für Ideen zeige. Genau, und jetzt geht es so ein bisschen um diese Aktion. Also diese Starteraktion ist also eine Zusatzaktion, nennt sich Fertig und los und heißt, dass ihr zusätzlich zu dem normalen Einsteigerangebot zum Starter-Set noch was dazu bekommt. Ganz kurz erklärt, also das Starter-Set ist immer gleich, also es gibt es über das ganze Jahr verteilt und es gibt dann halt meistens so zweimal im Jahr noch eine Zusatzaktion. Die große Zusatzaktion, würde ich sagen, ist immer in der Celebration von Januar bis März von dem Jahr. Und diese zweite Aktion ist jetzt dieses Jahr eben im September. Ich glaube, letztes Jahr war es im Juli. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich und immer was anderes. Stampin' Up! Überlegt sich da immer tolle Sachen und dieses Mal ist es eine Aktion, die ein bisschen diejenigen fördert, die gleich einen Workshop oder eine Bastelparty veranstalten möchten. Ich würde noch mal ganz kurz aufs Starter-Set eingehen, weil das bekommt ihr natürlich jetzt im September auch. Das Starter-Set, das beinhaltet Folgendes, und zwar sucht ihr euch einfach Ware oder Produkte im Wert von 175 Euro aus und müsst dafür aber nur 129 Euro bezahlen. Und ihr könnt euch in dieses Starter-Set alles reinwählen, was ihr wollt. Also Stempelfarben, Stanzen, sogar die Big Shot-Stanzformen, je nachdem, was ihr halt haben wollt und braucht. Da schreibt euch Stampin' Up! Nichts vor, das könnt ihr euch einfach so raussuchen und in euer Starter-Set machen. Und dazu gibt es auch immer ein Geschäftsmaterialpaket. Das sind dann zum Beispiel Einladungskarten drin oder Bestellscheine und solche Sachen. Kataloge sind auch drin. Geschäftsmaterialpaket stellt euch immer Stampin' Up! Zusammen und das bekommt ihr immer dazu, wenn ihr das auswählt. Also das ist auch gratis dabei, immer. Und jetzt im September von 1. bis 30.09.2020 bekommt ihr noch ein bisschen was dazu. Und das richtet sich jetzt eigentlich an diejenigen, die gleich starten möchten mit der ersten Bastelparty oder mit dem ersten Workshop. Und da möchte Stampin' Up! So ein bisschen unterstützen und hat sich diese Aktion ausgedacht. Ich zeige euch das jetzt gleich dann auf meinem Basteltisch, aber vorher würde ich noch kurz erzählen, was da drinnen ist. Also ihr bekommt ein Kartenset, da ist einmal abgepackt in Jade, Farbkarton Jade, 8 Karten und einmal im Farbkarton grüner Apfel auch 8 Karten. Und zwar sind das schon richtige Zuschnitte. Also ihr habt dann, könnt dieses Paket nehmen und könnt es dem Workshop-Teilnehmer hinlegen und müsst nichts mehr vorschneiden oder so, sondern das ist alles schon zugeschnitten. Und das ist dann insgesamt eben für 16 Karten. Dann bekommt ihr dazu ein Stempelset, das nennt sich Wiesenglück und ein Stempelset, das heißt Immer besonders. Und Basic Strassschmuck, eine Packung ist mit dabei. Und Stampin' Up! Hat dann eben Vorschläge gemacht, was man mit diesem Kartenset für Karten gestalten kann. Ich halte euch das jetzt mal kurz in die Kamera, aber ich zeige es euch jetzt dann auch gleich in besserer Qualität, beziehungsweise von oben gefilmt auf meinem Basteltisch. Genau, und was ich mir eben jetzt gedacht habe, ist, dass ich euch einfach zwar aus diesem Materialpaket, aber mit ein bisschen anderen Materialien außenrum, ein bisschen andere Ideen für den Workshop zeige. Denn meiner Meinung nach ist der erste Workshop, den man hält, nicht unbedingt so ein allgemeines Thema, sondern ich würde einen Workshop machen, zum Beispiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Bietet sich immer an, je nach Jahreszeit natürlich. Weihnachten würde sich jetzt natürlich auch ganz gut anbieten, weil man einfach an Weihnachten natürlich auch
erstens schöne Workshops machen kann mit einer weihnachtlichen Stimmung und zweitens an Weihnachten natürlich auch jeder gerne Karten bastelt und verschenkt. Die zweite Variante ist halt zum Geburtstag, weil ich finde, das ist auch so ein Thema, das kann man immer gebrauchen. Geburtstag hat ja doch jeder mal im Jahr und ja, dafür einen Workshop zu machen, finde ich eigentlich ein sehr gutes Einstiegsthema in den Workshop. Und ich fand jetzt diese Stempelsets, die Stampin' Up! Ausgewählt hat, für diesen Anlass nicht ganz so optimal, weil ich mir denke, also meine Erfahrung zeigt es einfach, dass man vielleicht zum Geburtstag schon eher einen Workshop machen kann, wie einfach so oder ja. Also es sind schöne Sprüche in den Stempelsets auf jeden Fall, aber so richtig zum Geburtstag oder so fand ich, war da jetzt nichts dabei. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mit dem Materialpaket, also ich habe mir meine Karten schon sozusagen zugeschnitten und zeige euch da einfach Ideen, wie ihr das auch gestalten könnt, auch andere Ideen, wie Stampin' Up! Euch zeigt, dass ihr einfach noch ein bisschen mehr Auswahl habt. Und ich würde das Ganze zum Thema Geburtstag machen. Wie gesagt, Weihnachten wäre natürlich auch sehr passend, aber ich fand jetzt das grüne Apfel nicht so ganz weihnachtlich und hab mich jetzt für Geburtstag entschlossen, dann kann man das auch immer noch machen und muss das jetzt nicht noch vor Weihnachten irgendwie sich reinstressen oder so. Deswegen, Geburtstag ist ein super Thema und ich zeige euch dir jetzt einfach meine Ideen. Was ich auch immer noch ein super Tipp finde auf Workshops oder Bastelpartys, ist einfach, dass man mit einem Stempelset arbeitet, wo es auch eine Stanze dazu gibt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, oder ich finde es ja selber auch so toll, wenn ich was aufstempel und das dann auch mit der passenden Stanze ausstanzen kann und dann hat man gleich eine fertige Blume und so und dann schaut das gleich so toll aus und dann hat man da einfach noch ein bisschen mehr Erfolgserlebnis, als einfach nur die Sachen zuzuschneiden, zu bestempeln und drauf zu kleben. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch noch ein bisschen was anderes damit. Und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine gute Idee und ihr könnt damit was anfangen und dann gleich so richtig auf euren ersten Workshop oder auf eure erste Bastelparty quasi aufbauen mit dem Ganzen, was ich euch heute zeige. Und ihr könnt euch diese Sachen, die ich euch ja als Produkte zeige, natürlich auch ins Starterpaket holen oder ihr habt die vielleicht schon oder ihr möchtet die unbedingt haben, weil die so toll sind. Ja, das war es jetzt erstmal vor der Kamera, würde ich sagen. Ich nehme euch jetzt dann gleich mit rüber an meinen Basteltisch und dann legen wir los mit meinen vorgerichteten Materialpaketen. Die habe ich so ungefähr so ausgeschnitten, wie ich es mir da von dem Bild, ich habe es nicht genau, ich weiß nicht genau, wie groß die Maße sind, aber so ungefähr und da kann man bestimmt was Schönes machen. Genau. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Stampin' Up! Demonstrator werden, dann könnt ihr das gerne entweder in die Kommentare unter das Video schreiben, da beantworte ich es dann. Da können es natürlich dann auch andere lesen, das ist natürlich super. Schaut euch gerne vorher meine anderen Videos an. Also wie gesagt, mein generelles erstes Video, das ich gemacht habe, da sind schon ganz viele Fragen beantwortet. Aber ich habe im Laufe der Zeit auch noch andere Videos dazu aufgenommen, eigentlich jedes Jahr. Und die verlinke ich euch jetzt auch mal hier oben in der Ecke. Weil dann könnt ihr nochmal nachschauen, da sind auch schon ganz viele Fragen beantwortet. Also lieber gerne die Videos anschauen und wenn dann noch Fragen offen sind, dann schreibt mir einfach in die Kommentare oder ihr schreibt mir eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Genau, wo ihr noch vorbeischauen könnt, wäre auf meiner Webseite, mein Team könnt ihr anschauen oder ja, ich habe da auch ganz viele Fragen auf der Webseite beantwortet. Auch hier kann ich euch da oben in die Ecke noch so einen Link setzen. Und dann könnt ihr stöbern und könnt euch informieren und habt auf jeden Fall schon mal ganz viel Basiswissen, dass ihr eigentlich gleich starten könntet. Genau. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Lust habt oder du Lust hast, in mein Team zu kommen. Wir sind eine tolle Truppe und ja, ich freue mich über Zuwachs immer und auch meine anderen Mädels, die sind alle super drauf. Und ja, die Bastelwerkstattbande kann gerne noch wachsen. Wer Lust hat, kann da gerne. Ist sehr herzlich willkommen. Genau. Ich glaube, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich es immer noch im Nachhinein einblenden. Und ansonsten würde ich sagen, wir schwenken jetzt mal rüber auf meinen Basteltisch und legen los mit den Karten zum Basteln. So, und jetzt nochmal ein herzliches Willkommen von der anderen Perspektive. Ich zeige euch jetzt als erstes mal diese Aktionsbroschüre von Stampin' Up! Und was Stampin' Up! Für Kartenvorschläge hat und dann erkläre ich euch so ein bisschen, was ich mir dazu gedacht habe. Also, ihr seht jetzt hier nochmal ganz kurz, was es alles gibt. Es sind hier unten steht 8 Packungen mit vorgeschnittenem Papier zum Gestalten von 8 Karten. 8 Karten in Grün, 8 Karten in Jade. Das Stempelset, die beiden Stempelsets zeige ich euch. Und Basic Strassschmuck. Und ihr seht jetzt hier, habt ihr quasi so Materialpakete. Die hat Stampin' Up! Quasi schon vorgeschnitten und die bekommt ihr so und könnt die quasi so direkt an eurem Workshop euren Teilnehmern hinlegen. Und die Vorschläge, die Stampin' Up! Dazu macht, das zeige ich euch, bevor ich das zeige, noch kurz die Stempelsets. Das ist einmal auf Seite 53 im Jahreskatalog. Dieses Stempelset immer besonders
Das hat diese schönen Rosen drauf. Und ich finde jetzt zum Geburtstag, man könnte für jemand Besonderen als Geburtstagsspruch draufsetzen vorne, dann kann man damit natürlich auch eine Geburtstagskarte gestalten. Und bei dem zweiten Set, das heißt Wiesenglück, ich muss nur gucken, dass ich das komplett ins Bild bekomme. Das ist dieses hier. Das sind natürlich dann auch beste Wünsche, könnte man zum Beispiel nehmen. Du hast die Stärke, das durchzustehen, und du hast mich an deiner Seite. Das ist so ein Kombinationssatz. Viel Glück könnte man natürlich zum Geburtstag verwenden. Ein Danke kann man auch immer super verwenden. Und heute feiern wir all das Wunderbare an dir, kann man natürlich auch zum Geburtstag nehmen. Also man könnte beste Wünsche und dann diesen Spruch innen rein zum Beispiel. Also man kann es auch zum Geburtstag machen. Aber ich habe mir eben gedacht, ich fände es einfach toll, wenn man auch ein Set hat, wo man kombinieren kann mit einer Stanze. Also von den Sprüchen her seid ihr safe eigentlich, wenn ihr die zwei Stempelsets bekommt. Ihr bekommt ihn dann natürlich auch in Deutsch. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es mit zwei anderen Stempelsets, weil ich da eben eine passende Stanze dazu habe und auch einen schönen Blumenstempel für den Hintergrund. Und also das ist das Florale Freude. Dieses Stempelset finde ich total schön, habe euch damit auch schon einige Kartenideen gezeigt. Und da finde ich, hat man einfach diese wunderschöne Blume, wo dann eben diese Stanze Dauerblüher dazu passt. Das blende ich euch auch mal kurz, das ist immer die Bestellnummer. Und mit diesen beiden würde ich auf jeden Fall arbeiten, und dazu habe ich mir ein schönes Set für Geburtstagsgrüße oder überhaupt für sämtliche Sprüche ausgesucht, das heißt besondere Momente mit dieser Bestellnummer. Hier könntet ihr auch eine Trauerkarte basteln, kommen auch noch Ideen von mir. Aber hier haben wir auch dieses einen schönen Geburtstag. Besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern und so. Herzlichen Glückwunsch ist natürlich auch ein ganz wichtiger Spruch, finde ich. Und mit diesen Basics habe ich mir gedacht, arbeiten wir heute in diesem Video. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt diese Kartenmuster ungefähr so zugeschnitten, wie ich das aus diesen Vorschlägen von Stampin' Up! Rausgesehen habe. Also das sind die Vorschläge von Stampin' Up! Für diese vier Karten. Einmal diese beiden Karten mit dem grünen Apfel hinterlegt und einmal mit Jade und Bermuda-Blau kombiniert. Und gestempelt wurde das Ganze dann mit Schwarz und mit, ich würde sagen, ja, das ist gar nicht. Auf dem einen Video hat es mir ausgesehen wie Marineblau. Also das hier ist, glaube ich, mit Marineblau kombiniert und das hier ist eher Bermuda-Blau. Und genau. Und wir arbeiten uns da heute so ein bisschen durch und machen aber ganz andere Karten daraus. Also ich möchte euch da neue, ganz andere Ideen geben und vielleicht eben auch mit dieser Stanze arbeiten, weil ich habe es ja vorher schon gesagt, für mich ist es immer was ganz Besonderes, wenn man was aufstempeln kann und dann die passende Stanze hat und dann schwuppdiwupp, man muss nicht mehr mit der Hand ausschneiden. Das war ja das, was mich früher immer genervt hat beim Basteln. Ich bin da kein so guter Handausschneider. Und deswegen ist das immer so ein bisschen so ein Highlight für mich und was, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist super und das gefällt auch jedem, der an dem Workshop dann teilnimmt und der hat dann dieses besondere Wow-Erlebnis. Genau. Und deswegen habe ich mich für diese Produkte entschieden und jetzt geht's ans Basteln. So, ihr Lieben, nochmal ein herzliches Willkommen an alle die, die einfach nur mitbasteln und das ganze Gelaber jetzt am Anfang, für die das nicht interessant war, aber wir basteln ja eben heute auch und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch vier tolle Kartenideen, die man eben ein bisschen anders macht als die Ideen von Stampin' Up. Also ihr habt ja eigentlich dann schon mal 8 Kartenideen, wenn ihr die von Stampin' Up! Auch noch verwendet. Und ich werde euch auch im Laufe des Videos immer wieder Tipps und Tricks sagen, was ihr auch an eure Teilnehmer zum Beispiel beim Workshop weitergeben könnt. Und was einfach auch Tipps sind für jeden, der jetzt mitbastelt, sind das natürlich auch vielleicht nützliche Sachen oder Ideen, was man noch so ganz aus dem Ganzen machen kann. Okay, und wir starten jetzt mit dieser Karte. Also ich habe mir gedacht, unsere erste Karte wird so aussehen. Also es ist wirklich eine ganz einfache Karte, kann jeder Anfänger mitbasteln, aber ich finde sie trotzdem total schön. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Und ich habe eben für alle, die dieses Materialpaket nicht haben, hier in diesem Bereich aufgeschrieben, was für Papierzuschnitte ihr dafür braucht. Also die Karte in Jade, herzlichen Glückwunsch. Und hier steht alles, was ihr braucht. Und das haben die anderen dann natürlich schon in ihrem Materialpaket. Aber genau, wer das eben so mitbastelt, kann einfach auf Pause drücken und kann sich das dann gut zurecht schneiden vorher. Und die Idee von Stampin' Up! Ist diese Karte hier. Und aus dieser Karte machen wir eben einfach diese Geburtstagskarte. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal. Noch eine kurze Info. Ich habe mir
Also eine Sache würde ich immer dazu machen. Farbkarton in Flüsterweiß, das wäre die Bestellnummer. Das ist einfach so eine Farbkarton, den würde ich immer zusätzlich benutzen, weil den braucht man einfach öfter. Ich habe innen rein zum Beispiel auch, das ist jetzt beim Materialpaket nicht dabei, die Karte reingemacht, weil ich das einfach schön finde, wenn da noch so ein Kartenaufleger innen drinnen ist. Das ja, macht noch ein bisschen was Besonderes. Und auch für die Blüten braucht man dann halt noch extra Flüsterweiß. Also genau. Das ist so eine Sache, die ich immer dazu nehme. Und bei jedem Workshop würde ich immer die Farben, die ihr verwendet, genau, die wollte ich euch eigentlich auch noch sagen, für alle anderen auch. Also das sind die Bestellnummern für die Farben, die ich jetzt die ganze Zeit verwende. Jade, grüner Apfel und Safrangelb. Und Bermuda-Blau fehlt da noch. Stopp, stopp, das braucht man auch noch. Bermuda-Blau hat noch diese Bestellnummer. Die würde ich trotzdem mir immer noch ein paar Seiten dabei haben, falls sich jemand verschneidet oder irgendwas nicht funktioniert, dass man halt dann nochmal ein Papier hinlegen kann. Und als Stempelfarben benutze ich diese drei Farben. Einmal Memento als Schwarz, Bermuda-Blau, weil es einfach im Papier dabei ist, und Himbeerrot finde ich eine schöne Kombination zu dem Ganzen, dass man auch noch ein bisschen mehr Farbe der ganzen Karte verleiht. Okay, dann geht's jetzt mal los. Also wir haben unsere Grundkarte und die falze ich mir als erstes einfach mal zusammen. Wenn ihr einen Workshop habt, kann es natürlich sein, dass ihr keine Falzbeine habt oder also keinen Papierfalzer habt. Kann man natürlich auch mit der Hand nachfalzen, weil so viele muss man dann, hat man entweder nicht für alle oder ja, man kann es auch ohne machen, wie gesagt. Später, wenn man dann mal mehr bastelt, dann finde ich das schon sehr sinnvoll mit dem Papierfalzer. Das ist echt ein Tool, das ich ständig benutze. Aber auf dem Workshop kann man es zur Not auch ohne machen, auf jeden Fall. So, und wir starten jetzt mit Stempeln und ihr braucht natürlich dann auch immer die Stempelblöcke dazu. Und da ist als kleiner Tipp, würde ich mir die Sprüche immer versuchen, möglichst gerade schon mal vorneweg aufzuziehen. Da lege ich es mir immer auf eine Unterlage und nehme mir das dann, versuche mir das gerade auf meinen Acrylblock aufzuziehen. Natürlich ist es am besten, wenn ihr Klarsichtsprüche verwendet. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich perfekt. Aus dem Stempelset besondere Momente, das ist jetzt ein Gummistempelset, das geht natürlich auch. Und mit den Aufklebern sieht man auch ganz gut, wo man ist. Aber natürlich hat man mit den Glassichtstempeln immer noch ein bisschen besser den Durchblick sozusagen. Und ich benutze jetzt aus dem Florale Freude einmal diesen Dreier, diesen Stiel, diesen Spruch und den herzlichen Glückwunsch aus den besonderen Momente. Und dann brauche ich noch ein Schmierpapier und dann können wir schon mal loslegen. Ich starte jetzt das erste Mal mit meinem Memento, also mit dem schwarzen und mit dem Bermuda-blauen Streifen und versuche mal meinen herzlichen Glückwunsch mittig und gerade da aufzubringen. Zur Not hat man immer noch eine zweite Seite, aber der ist schon ganz schön geworden, den kann man so lassen. Und dann nehme ich meinen Aufleger, der vorne drauf kommt, also dieser kleinste, und diesen Stiel von der Blüte und stempel mir den noch so relativ mittig auf mein Papier. Genau, das ist eigentlich alles, was wir in Memento brauchen. Und dann stemple ich mir einmal auf mein Reststück die Blüte auf. In Himbeerrot mache ich das Ganze. Und da könnt ihr gleich als ersten Tipp sozusagen das so machen, dass ihr euch einmal die Blüte aufstempelt, den zweiten Abdruck auch gleich verwendet, nebenhin. Und dann nochmal die Blüte in voller Pracht sozusagen. Also nochmal mit voller Farbe. Und hier ist gleich der nächste Tipp. Wenn ihr euren Teilnehmern sagt, dass ihr die Blüten immer so aufstempelt, dass unten die beiden Blüten nebeneinander sind, dann passen die perfekt in die Stanze. Ich zeige euch das mal kurz, was ich meine. Also so passen die ja perfekt in die Stanze. Die kann ich locker ausstanzen. Und hier habe ich es ja andersrum gemacht, also ich habe die zwei Blüten so nach unten gemacht, aber wenn man es sich jetzt beispielsweise so aufgestempelt hätte, dann muss man da immer suchen und so, und deswegen ist es immer gut, wenn die zwei Blütenblätter nach unten zeigen, zwei nebeneinander, und dann kann man das einfach super so ausstanzen. Und solche Tipps würde ich immer mit reinbauen oder auch mit, das mit dem zweiten Stempelabdruck. Das macht einfach noch ein bisschen was her und ist einfach schön, und deswegen würde ich das immer mit einbauen. Und dann haben wir es ja auch so gemacht, dass wir innen noch reingestempelt haben. Und da habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich mir den zweiten Stempelabdruck nehme. Also ich stempel einmal ab, gehe mir dann an eine Seite von meinem Papier und mache das Ganze nochmal. Das muss ich jetzt kurz gut übereinander treffen.
Tapp dann hier oben einfach noch mal eine schöne Blüte in der Ecke. Das macht sich einfach super gut. Jetzt brauchen wir das Memento natürlich doch noch mal für den Spruch innen rein. Aber das haben wir auch gleich. Den mache ich dann so nach unten. Und hoffentlich auch gerade auf die gegenüberliegende Seite, dass es so ein bisschen so diagonal ist. Das macht sich immer ganz gut. Genau, also das ist so die Stempelarbeit und dann bauen wir die Karte auch gleich zusammen. Ich räume nur kurz ein bisschen auf. So, und was ich dann immer noch mache, ist, dass ich mir die Blüten immer so über meinen Papierfalzer drüber ziehe. Einfach, dass die noch so ein bisschen Form bekommen. Das schaut immer ganz gut aus. Wenn ihr jetzt auf dem Workshop keinen Papierfalter habt, dann könnt ihr auch einfach die so ein bisschen knicken. So zur Spitze hin. Seht ihr das, wie ich das mache? Das macht natürlich auch gleich so eine leichte Wölbung da rein und das schaut natürlich auch immer super aus. Also da macht ihr es einfach, was ihr habt. Für mich geht es jetzt mit dem Papierfalter sehr schnell und könnt ihr dann so ein bisschen geformt auch auf eure Karte kleben. Das macht sich einfach immer ein bisschen besser. Und dann klebe ich mir die ganzen Blüten einfach mit Flüssigkleber zusammen. Da tupse ich einfach so einen kleinen Tupser drauf, also das ist schon fast so viel. Lieber weniger nehmen, dass es nicht an der Seite rauskommt. Versetze mir die dann so leicht übereinander und klebe mir dann alle drei so aufeinander. Mit dem Flüssigkleber könnt ihr super noch ein bisschen ruckeln, dass es auch schön passt. Müsst den kurz halten und habt dann schon eure wunderschöne Blüte. Und unter die Blüte setze ich einfach so ein Dimensional, dass das Ganze noch ein bisschen Dimension kriegt. Und dann kommt die Blüte schon auf meinen vorgestempelten Stiel. Schwupp. Süß. Meine Innenkarte kann ich auch gleich nach innen kleben mit dem Flüssigkleber. Auch hier könnt ihr immer sagen, dass man gar nicht viel braucht. Also lieber ein bisschen zu wenig, wie zu viel, nicht dass an der Seite rauskommt. Und da reicht einfach so eine ganz dünne Spur beim Flüssigkleber. Und es klebt trotzdem super. Dann mit so einem Rand aufkleben einfach und dann vorne drauf einmal das Gelbe. Setze ich jetzt schön mittig und das Weiße drüber, auch mit Flüssigkleber. Man könnte es natürlich 3D draufkleben, also mit Abstandskleber. Aber ich fand es jetzt ganz schön, wenn man dann das Schild nachher in 3D aufklebt, dann hat die Karte auch nochmal eine Erhöhung und die Blüte ist ja auch erhöht, also von dem her genau so. Und mein Schild ist jetzt etwas länger, als ich es euch aufgeschrieben habe, aber so finde ich es jetzt eigentlich auch ganz schön. Ich habe jetzt hier 10 cm, also das könnt ihr machen, wenn es euch besser gefällt. Hier sind es 8,3, glaube ich, oder? 8,3, ihr könnt auch 8,5 machen, dann ist es genauso breit wie das Gelbe. Und hier habe ich es jetzt ein bisschen länger, aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Man könnte, wenn man möchte, da noch Fähnchen reinschneiden, das mache ich jetzt nicht. Und das klebe ich mir dann einfach mit drei Dimensions auf, wenn die Worte fehlen. Genau. Drei deswegen, damit das überall gleich hoch ist und nicht in der Mitte durchhängt. Wenn man da jetzt nur zwei drauf macht, dann könnte es sein, dass er ein bisschen durchhängt. Deswegen drei. Und dann gucke ich, dass die Ränder ungefähr gleich sind. Ein bisschen drüber kann es noch so. Und klebe mir das dann dahin. Und unsere Karte ist schon fast fertig. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Glitzy. Also der Glitzy ist ja auch dabei. Eine Pinzette würde ich immer jedem Teilnehmer sagen, bringt eine Pinzette mit. Das ist ja einfach, also ich benutze einfach nur so eine vom Drogeriemarkt, so eine Pinzette, ganz easy, die reicht mir völlig aus und ich finde, das ist einfach was, was jeder mitbringen kann, zusammen mit einer Schere und dann hat man alles, was man braucht und der Gastgeber oder der den Workshop macht, muss natürlich nicht, je nachdem wie viele Teilnehmer ihr habt, aber nicht 8 oder 9 oder 10 Scheren da hinlegen, deswegen finde ich das immer so ganz gut. Und schon seht ihr, haben wir eine super, super schöne Karte. Zum Geburtstag. Total einfach, wirklich. Die kann jeder. Aber ich finde sie toll. Ich finde auch dieses Ergebnis immer schön, wenn man was aufstempelt und dann ausstanzen kann. Das ist einfach immer toll. Immer noch für mich auch. Obwohl ich ja auch viel mit der Big Shot arbeite einfach. Aber das ist einfach schön. Deswegen verwende ich immer gerne Stempelsets, wo Stanzen dazu passen. Und was ich jetzt noch als kleinen Tipp für euch habe, wenn ihr ein paar Glitzermädels dabei habt bei eurem Workshop, dann nehmt doch einfach den Ring of Stella mit, legt ihn auf den Tisch. Und jeder, der da noch ein bisschen mehr Glitzer braucht, kann das einfach noch machen.
Jeder, der es nicht möchte, muss es nicht machen. Aber es ist so, so dezent, dass es eigentlich für jeden schön ist. Wie gesagt, dann habt ihr auch noch die, die noch ein bisschen mehr Glitzer wollen, gut versorgt und habt dann hier schon mal die erste Karte, wie ich finde, eine ganz, ganz, ganz schöne Karte. Mir gefällt die richtig gut. Genau, also easy going, können wir gleich mit der nächsten weitermachen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz zum Vergleich die Idee von Stampin' Up. Also die haben das natürlich auf die Seite gesetzt, einen kurzen Spruch drauf gemacht, das abgeschrägt an einer Seite. Genau. Und ich habe jetzt mit dem gleichen Materialpaket, nur mit ein bisschen mehr Flüsterweise, eben diese Karte da draus gemacht. Okay, also Nummer 1 haben wir von den Projekten her, von der Anzahl bei so einem Workshop würde ich immer drei Sachen, oder ich persönlich mache drei Sachen. Es gibt auch immer viele Mädels, die zwei Sachen machen. Ich mache normalerweise zwei Karten und eine Verpackung oder eine Karte und eine Verpackung und eine ganz schnelle Verpackung. Das kann man so handhaben, wie man möchte. Da gibt es halt verschiedene Tipps und so, aber was sich auch immer super anbietet, sind solche Sachen wie zum Beispiel diese Stanzform. Das kann man super halt herrichten oder das können die auch selber an der Stanzmaschine dann durchdrehen und dann gucken, wie cool das ist, dass man dann schon so eine fertige Verpackung hat. Also sowas bietet sich immer an als Verpackung, sowas Schnelles noch, wo schon alles dran ist. Genau. Aber wie gesagt, ich mache heute mit euch nur Karten. Verpackungsideen würde ich euch jetzt hier oben ein Video einblenden. Das ist wirklich die absolute superschnelle Verpackung. Das habe ich euch mal aufgenommen. Das könnt ihr dann in eurem Farben gestalten und das ist so schnell gemacht und da ist jeder begeistert, weil er eine ganz, ganz schnelle Goodie-Verpackung hat und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut da gerne rein, wenn ihr da Interesse habt, dass ihr noch eine Verpackung dazu macht. Okay, jetzt kommt die nächste Karte und das ist wieder die Karte in Jade. Die wird jetzt gleich so aussehen. Finde ich auch voll schön. So ist sie innen gestaltet. Die machen wir jetzt gleich zusammen. Auch hier gibt es so kleine Tricks und Tipps, obwohl ich mich da sehr am Original gehalten habe. Und wenn ihr die genauso nachbasteln wollt und das Materialpaket nicht habt, dann könnt ihr euch hier nochmal ein Pausebild machen und die Karte, die Sachen so zuschneiden, damit ihr die Karte mitbasteln könnt. Die Innenseite habe ich jetzt schon gestaltet. Das ist also funktioniert genauso wie auch die andere Seite, die wir vorher gemacht haben. Da habe ich auch den zweiten Stempelabdruck von der großen Blüte verwendet. Die benutzen wir jetzt gleich. Und die klebe ich mir dann einfach nachher innen rein. Dann ist das innen schon fertig. Dann wisst ihr schon, wie das funktioniert. Und wir machen jetzt hauptsächlich die Vorderseite. So, und wir fangen hier jetzt auch gleich an mit Stempeln. Ich nehme jetzt als erstes das Memento. Und mein Spruch ist diesmal einen schönen Geburtstag. Und den setze ich so ein bisschen nach rechts versetzt und ein bisschen mehr nach unten, weil ich das einfach ganz cool fand. Könnt ihr natürlich auch in die Mitte machen. Das ist einfach Geschmackssache. Und dann benutze ich meine anderen beiden Stempelfarben, und zwar Himbeerrot und Bermudablau. Und mache mir jetzt quasi mein eigenes Designerpapier mit meinen Blumenstempeln. Und dazu nehme ich mir jetzt diese große Blüte raus. Ah, wo ist er? Der kleine Tupsen hier und dieses Blatt hier oben. Und dieser Tupsen ist ja normalerweise für die Mitten von den Blüten, aber ich finde, man kann solche Sachen immer ganz gerne mal abwandeln und kann sich daraus einfach einen Hintergrund basteln. Das ist auch ein toller Tipp, dass man einfach, ja, meine Sachen einfach auch ganz anders benutzen kann. Und dann stempel ich mir meine Blüten mit dem zweiten Stempelabdruck. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich den ersten genommen. Mit dem ersten Abdruck und stempel mir hier meine Blüten so ein bisschen verteilt auf. Ich meine, ich habe vorher doch den zweiten Abdruck genommen. Naja, jetzt machen wir es eben ein bisschen anders mit dem ersten. Die kleinen Tupsen mache ich jetzt mit dem zweiten. Die habe ich dann vorher mit dem gemacht. Also die verteilt ihr euch einfach. Und wichtig ist hier, dass ihr einfach den Stempel immer ein bisschen dreht. Einmal abstempeln, nicht vergessen. Okay, und dann haben wir noch dieses kleine Blatt. Und das verteile ich mir auch noch so ein bisschen mit dem ersten Stempelabdruck jetzt. Um meine Blüten rum. So, ganz hübsch. Genau. Und wenn ich denke, ich brauche hier noch irgendwo was in irgendeine Ecke, dann mache ich da noch so einen kleinen drauf. Sollen wir hier oben noch ein bisschen? Ja, gut. Nicht so viel ist hier eigentlich immer ganz gut. Aber ansonsten kann da nichts passieren.
Wie gesagt, bei meiner ersten Karte habe ich den zweiten Blütenabdruck benutzt. Also den einfach vor mir her einmal abstempeln und dann aufs Papier. Und mit dem sieht es halt jetzt ein bisschen stärker aus. Ist auch schön. Und dann kommt eben der Clou dieser Karte. Zeige ich mal nochmal das Original von Stampin' Up. Das ist diese Karte hier. Also die haben dann auch das vorher gestempelt und dann geschnitten. Und das finde ich super cool. Aber wie gesagt, mit ein bisschen mehr Farbe und so fand ich es jetzt ein bisschen schöner. Hoppala, jetzt ist alles zusammengebrochen. Dann nehme ich jetzt meinen Papierschneider und schneide mir jetzt Streifen und die haben das Maß 2,5 cm. Und hier passe ich nur auf, dass ich mit der Reihenfolge, dass ich mir die quasi merke, dass ich da nicht abweiche. Also ich schneide mir die alle in 2,5 cm. Und ich vertausche jetzt diese Streifen untereinander nicht, weil ich die gerne natürlich so aufkleben möchte. Genau. Und dann können wir unsere Karte schon zusammenbauen. Tut mir leid, bei mir ist hier irgendwie doch ganz schön eng mit meinem ganzen vorbereiteten Material. Da kracht es immer wieder. Und hier ist es jetzt so, ich klebe mir jetzt meine Blumen, mein selber gemachtes Designerpapier, hier so auf meine Grundkarte auf. Und das muss ich sagen, finde ich gar nicht so einfach, gerade für Anfänger, dass man hier so ein bisschen schönen Rahmen bekommt. Also ich versuche, ich würde zuerst eine Sache anlegen, zum Beispiel diese Seite oder diese Seite, mit denen würde ich starten, dass ich hier den Rahmen gleich habe auf beiden Seiten. Und oben und unten natürlich dann auch. Vielleicht bin ich ganz im Bild. Also oben und unten auch. Und auf jeden Fall hier mit Flüssigkleber arbeiten. Ihr könntet die Karte auch mit Dimensionals hier machen an der Stelle, dass ihr die noch ein bisschen weiter vorhebt. So ist es, glaube ich, im Original. Aber ich fand es flach eigentlich ganz schön. Genau, und jetzt würde ich als nächstes diese Seite aufkleben, dass ich den Rand anpassen kann. Und dann meine beiden Mittelelemente und die passe ich eben auch Höhe, dass ich die einfach anpassen kann, dass man da einfach ein bisschen aufpasst, bevor man es fest anklebt, dass man halt mit dem Flüssigkleber noch ein bisschen ruckeln kann. Also ich lege mir das jetzt so hin, wie ich es ungefähr haben möchte, schaue, ob es passt und wenn es passt, dann drücke ich es erst richtig an. Genau. Beim Worktop ist es auch so, dass die Frage, ob ihr direkt mitbastelt oder ob ihr das erklärt, vorbastelt und dann über die Schulter schaut und helfen könnt in dem Moment. Also das ist, muss jeder machen, wie er gerne möchte. Kommt halt auch ein bisschen auf die Anzahl eurer Teilnehmer darauf an, wie die Aufmerksamkeit so ist. Und jetzt klebe ich mir das mit einem schönen gleichmäßigen Rahmen noch auf. So. Also, dass man so schwierige Sachen halt versucht, so zu erklären, dass das halt jeder mitbekommt. Das ist, denke ich, immer ganz gut und praktisch. Und da nehme ich jetzt wieder meine Dimensionals, die sind auch schon wieder versteckt, und klebe mir die hier drei Stück nach unten rein. Und habe auch wieder gleich eine neue schöne Karte fertig. Also ich find die Karten echt toll. Mir gefällt das richtig gut. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan mit den Farben, also vor allem mit dem grünen Apfel nachher. Aber jetzt finde ich vor allem diese Jade-Karten finde ich echt super schön. Und dann kommt noch ein bisschen Glitzy, das darf natürlich nicht fehlen. Da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich zwei kleine hier verteile und dann einen größeren so im Kontrast noch nebenhin setze. Das mache ich immer gern und dass es halt auch hier wieder so diagonal ist. Und schon, seht ihr, haben wir wieder eine tolle Karte fertig. Innen auch wunderschön. Und ihr seht jetzt auch den Unterschied. Also das ist eben mit dem ersten Abdruck und das mit dem zweiten. Und ihr könnt einfach entscheiden, was euch ein bisschen besser gefällt. Oder ihr macht auch beides auf einer Karte. Geht natürlich auch, dass ihr den einen Abdruck, den richtigen, den ersten benutzt und dann bei der zweiten Blüte den zweiten Abdruck. Das wäre natürlich auch nochmal eine Abwandlung, die man natürlich auch machen kann. Also da ist man total frei und kann immer wieder neu umdisponieren und was Neues gestalten und hat dann immer ganz coole Karten auch. Also die finde ich auch total schön. Und ich würde sagen, wir können gleich mit der nächsten Karte weitermachen. Ich richte mal alles her, ich räume ein bisschen auf und dann machen wir gleich weiter mit der nächsten. Nochmal kurz das Original nebenhin gehalten.
Ich halte es euch mal ganz nah. Also das sieht man ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen arg dünn, der Abdruck, aber das liegt jetzt vielleicht auch einfach am kopierten Papier. So ist die Idee. Ich habe da also viel übernommen, aber eben mit dem eigenen Designerpapier und mit verschiedenen Farben fand ich es jetzt noch ein bisschen spannender. Aber die Grundidee ist natürlich toll. Die nächste Karte, die wir basteln, ist diese Karte hier. Und mit dieser Karte könnt ihr, also habt ihr hier alle Materialien, die ihr dafür braucht. Die habe ich euch hier aufgeschrieben. So, die nächste Karte richtet sich nach dieser Karte. Das ist also die Grundidee und was ich daraus gemacht habe, ist das hier. Diese Karte, also auch wieder eine ganz einfache Karte, aber irgendwie auch schön und was Besonderes mit diesen Dreiecken zugeschnitten. Innen sieht sie so aus, da kann man noch sehr viel reinschreiben oder auch stempeln, je nachdem. Einfach eine Glückwunschkarte, muss jetzt auch nicht unbedingt zum Geburtstag sein, das kann man auch einfach so mal basteln, genau. Und ich zeige euch jetzt auch gleich, wie das funktioniert. Und ich habe es auch so gemacht bei diesen grüner Apfel-Grundkarten. Da bleibe ich jetzt bei den Farben Bermuda Blau und Memento. Das Himbeerrot benutze ich jetzt dann nicht mehr. Das war mir dann doch irgendwie zu bunt, weil ja das Gelb ist auch noch drin. Aber so fand ich es jetzt ganz schön von der Gestaltung. Und auch hier ist es halt so, wir haben wieder unser Materialpaket und fangen wieder mal mit Stempeln an. Und zwar brauche ich jetzt hier erstmal ein Restpapier in Flüsterweiß, meine Innenseite und mein Fähnchen für außen. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr die Stempel zwischendurch natürlich reinigt und da die rosane Farbe im Stempel bleibt, also der ist jetzt schon sauber, da geht keine Farbe mehr ab, dann erklärt das einfach auch beim Workshop, dass die Teilnehmer wissen, dass das deswegen kein Qualitätsverlust ist oder so. Also die Stempel stempeln diese lilane Farbe nicht wieder ab oder diese Rotpigmente, das liegt einfach an der Farbe und das kann man ruhig auch erklären. Man sieht es auf den Gummistempeln einfach nicht, weil in Klarsicht sieht man es, aber das ist auch, deswegen ist der Stempel nicht verwendbar oder so. Der ist ein sauberer Stempel, nur die roten Pigmente, die zieht es halt in diese Klarsichtstempel rein. Genau, und das würde ich auf jeden Fall immer sagen, der ist auch sauber und so, also man sieht es halt trotzdem klar, aber das hat nichts mit der Qualität zu tun. Und sowas finde ich ist auch immer ganz gut, dass man das halt auch einfach auch erklärt beim Workshop, dass man, wenn man die Farbe dann zu Hause hat und plötzlich das Rot nicht mehr rauskriegt, dann erschrickt man nicht im ersten Moment. Okay, ich fange wieder mit meiner Blüte an und hier mache ich es jetzt auch so, dass ich meine Blüte wieder einmal voll, einmal, ich sage immer halb und noch einmal voll abstempel. Und mir die dann nachher auch gleich ausstanze. Und ich mache es auch hier wieder so, dass ich meine Innenseite mit zwei Blüten gestalte, mit dem zweiten Abdruck wieder. Und die setze ich einfach so ein bisschen mehr in mein Papier und die andere so ein bisschen weiter an den Rand. Seht ihr, die ist ein bisschen mehr drinnen. Das finde ich auch immer ganz nett, dass man da noch so einen kleinen Kontrast hat. Und die zweite setze ich wieder drüber. Ihr könntet jetzt auch zum Beispiel mit der ersten arbeiten. Ich fand es aber ein bisschen dezenter mit dem zweiten Abdruck. Ich belasse das jetzt auch so, aber ihr hättet wieder eine neue Möglichkeit. Das ist also dann unsere Innenseite, die klebe ich nachher gleich rein. Und dann habe ich jetzt einen Tipp für euch. Ihr habt ja diesen herzlichen Glückwunschstempel. Also wir benutzen ja jetzt keinen anderen Stempel deswegen, sondern wir können den einfach nutzen, dass wir hier das Glückwunsch alleine aufstempeln. Und da mache ich es so, da schnappe ich mir einfach irgendein Post-it-Zettel, ist ja wurscht, was da drauf steht, und klebe mir den, bevor ich den Stempel in mein Stempelkissen gebe, so auf, dass eben hier nur noch das Glückwunsch rausschaut. Und so gehe ich jetzt mit diesem Post-it-Kleber einfach, könnt auch ein bisschen an den Rand von eurem Stempelkissen sein, seht ihr das gut? Und nehme hier die Farbe auf und kann mir den Post-it-Kleber dann wegmachen und habe nur die Farbe auf dem Glückwunsch-Stempel. Und kann mir den einfach schön abstempeln und habe da keine Angst, dass da noch irgendwie was von der anderen Seite überbleibt oder zusätzlich abstempelt. Genau, und so sieht der ganze Stempel dann aus. Also wir haben jetzt nur den Glückwunsch und das finde ich immer total cool. Und da sieht man, wie viel mehr man aus so Stempeln noch rausholen kann. Also es ist trotzdem nicht alles so geregelt, es kann immer noch ein bisschen mehr gehen. Und hier mache ich es jetzt so, da schneide ich mir ein Fähnchen. Das seht ihr nachher auch nochmal. Also die nächste Karte wird auch wieder mit Fähnchen sein. Das ist ganz easy. Ich mache es gleich nochmal mit euch. Das habe ich es gar nicht erklärt.
Das kommt nämlich dann vorne auf meine Karte drauf. Und dann habe ich noch so einen Streifen in Bermuda Blau, den kürze ich mir auch einfach ein. Mein Gott, was wird das haben? Ich kann es euch mal ausmessen. Das ist alles so Pi mal Daumen. Wenn das jetzt ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger ist, ist es egal. Der hat jetzt ungefähr 8 cm, ist dann nachher auch länger als den, wo wir hier haben. Den, wo wir hier haben, das kann ich euch auch sagen, der hat ungefähr 5,5 cm. Also das können wir auch so machen, dass wir den auf die Kürze, auf die Länge kürzen. Dann haben wir die gleiche Variante. Das machen wir so. Ich glaube, ich räume erstmal kurz die Stempel weg. So, und jetzt ist hier wieder ein bisschen bessere Ordnung. Ich nehme jetzt meinen gekürzten Streifen Bermuda Blau und schneide mir einfach einmal in der Mitte einen Schnitt rein. Und dann von meinen beiden äußeren Spitzen zu diesem Schnitt in der Mitte hin. Und normalerweise geht das genau auf, so, dass da nicht so ein Böppelchen innen drin ist. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Aber dann habe ich ein Fähnchen. Also da braucht man nicht unbedingt eine Stanze, sondern das kann man so auch ganz einfach machen. Also nochmal, ich schneide mir in der Mitte einfach mal so einen kleinen Schnitt rein und dann von meinen äußeren Spitzen hier bis zu meinem Schnitt hin. Und dann habe ich eben so süße Fähnchen. Hier jetzt auf beiden Seiten und unten bei meinem Spruch eben nur auf einem. Und die kann ich dann so super verwenden. Meine Blüte habe ich mir ausgestanzt und aufeinander geklebt, genauso wie vorher auch. Die setze ich mir jetzt da schon mal so mittig drauf. Dann habe ich die noch so ein bisschen hinterlegt. Und mein Glückwunschspruch, den kann ich mir auch noch so ein bisschen in Form biegen, weil das finde ich auch immer ganz schön, wenn das noch so eine kleine Wölbung hat. Das macht einfach noch ein bisschen mehr her. Wie gesagt, wenn ihr es nicht habt mit dem Papierfalter, ist egal, macht das nicht. Dann schnappe ich mir nochmal meine Papierschneidemaschine und nehme jetzt mein jadefarbenes Papier und schneide mir das einfach diagonal durch. Das heißt, ich lege mir das hier unten genau in diese Rille und hier oben auch. Und dann schneide ich mir das einmal in der Mitte durch und habe dann schon diese coole Form auf meine Karte und kann mir das hier aufkleben. Und jetzt hätte ich noch eine Idee für euch, was ihr noch gestalten könnt. Ich kann mir das jetzt zum Beispiel hier oben, das mache ich jetzt mal ganz flach aufkleben. So habe ich es auch auf meiner ersten Karte gemacht, dass ich beide Teile flach aufgeklebt habe. Und zwar klebe ich mir das so an, dass ich hier und hier ungefähr den gleichen Rahmen habe. Seht ihr das? Und richte mich dann auch danach, dass hier und hier der gleiche Rahmen bleibt ungefähr. Und dann ergibt sich in der Mitte dieser Streifen automatisch. Und was ich jetzt mir aber gedacht habe, was wir noch machen könnten, wäre als kleines Highlight, dass wir hier quasi so eine Eingrifftasche haben. Dass wir uns eben nur diese und diese Seite auf der Rückseite mit Kleber voll machen. In einem ganz dünnen Klebestreifen. Mal gucken, ob es klappt. Meiner ist irgendwie heute vorne verstopft, da ist irgendwas drin. Kommt entweder viel oder nichts raus. Aber es klappt. Und das klebe ich mir jetzt eben nur an diesem Rand an. So. Und jetzt habe ich, wenn ich zum Beispiel einen Gutschein verschenken möchte oder so, jetzt brauche ich nur ein Stück Papier, dass ich euch das zeigen kann. Das ist jetzt ein bisschen groß. Ist ja egal. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Stellt euch einfach einen Gutschein vor, den könnte man dann da so reinstecken und könnte das dann noch ein bisschen dekorieren. Ich suche mir da gleich ein schöneres Stück. Ich baue jetzt die Karte erstmal zusammen. Aber so habe ich noch die Idee, dass ich quasi auch eine kleine Verpackung dabei habe. Oder eben einen kleinen Gutscheinhalter, ein kleines Geschenkfach. Und das finde ich jetzt eine super süße Idee. Jetzt bringe ich mal den Rest noch an. Das klebe ich hier oben drauf. Die Karte sieht so schon ganz cool aus. Aber dann habe ich mir gedacht, fehlt irgendwie noch was. Und da habe ich mir jetzt nochmal die Glitzis geschnappt. Und da mache ich es jetzt so, ich setze einen großen auf und weiter unten nochmal einen großen und dann zwei kleine. Und hier könnt ihr es auch gerne so machen wie ich. Also ich lege mir die jetzt noch hin, die Steine, die kleben jetzt noch nicht und drücke mir die noch nicht an, sondern ich lege sie mir nur mal in Form. So gucke ich halt auch, dass der Abstand dazwischen so einigermaßen passt. So. Man kann sie aber immer noch verschieben. Also sobald ihr euch die andrückt, dann heben die schon ganz gut. Aber wenn ihr es noch nicht so ganz so fest drückt, hier wird es nämlich vielleicht mit meinem Fähnchen ein bisschen eng. Das ist noch ein bisschen länger als auf meiner ersten Karte. Da gehen wir einfach nur ein bisschen weiter hoch, dass die mehr zusammen sind.
Also ich lege mir die erstmal nur auf. Und wenn ich dann finde, dass es gut ist, dass es vom Abstand zwischendrin und auch vom Abstand zu diesem Rand hier passt, dann drücke ich sie fest. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Highlight. Und jetzt brauche ich irgendwie eine Karte, die ich euch zeigen kann. Einfach ein Papierrest. Und hier habe ich jetzt einfach einen Papierrest, um euch das mal zu demonstrieren. Ihr könntet hier auch, wenn das ein bisschen kleiner ist, so eine kleine Gutscheinkarte, so eine Kreditkartengröße ungefähr, noch rausschauen lassen da am Rand. Also stellt euch das vor, das ist noch ein bisschen kürzer. Ich klappe es jetzt mal kurz zusammen so. Und dann hätte ich hier auch noch so ein cooles Einschubfach für so eine kleine Gutscheinverpackung, wenn man das möchte. Muss man natürlich nicht machen oder man könnte auch ein bisschen Geld reinmachen und da ein bisschen vielleicht aus so einem Geldschein so ein Herz formen und das dann hier so reinstecken. Dann kann man damit auch super ein bisschen Geld verschenken und hat da auch eine süße Idee als Karte dazu. Wieder nochmal im Vergleich. Also ihr habt eben auch so ein bisschen den Trick, dass ihr einmal dieses Fähnchen, also diesen Spruch nur den Glückwunsch eben aufstempelt, dann könnt ihr hier ein Fach machen, dann habt ihr auch eine relativ schlichte Karte, aber mit dem Diagonalen, finde ich, sieht die auch ganz cool aus. Und mit dem Originalvorschlag hat sie eigentlich gar nichts mehr zu tun, ist ziemlich abgewandelt und ist vielleicht auch eine super Idee für euren Workshop. Das ist meine dritte Idee. Und jetzt kommt noch diese Idee und die machen wir auch gleich. Ich richte nochmal alles zusammen und dann geht's an die letzte Karte für heute. Jetzt basteln wir diese Kartenidee. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Die Karte an sich sieht so aus. Innen dieses Mal ohne weiße Mattung, aber mit Farbe gestempelt. Und außen habe ich auch noch ein paar kleine Tricks und Tipps für euch. Und das Materialpaket, das ihr dafür braucht, ist folgendes. Hier einen schönen Geburtstag, da steht alles dran. Genau, was ihr dafür braucht. Und dann legen wir mal los. Wir fangen auch wieder mit Stempeln an. Wir brauchen das Reststück in Flüsterweiß, das Stück in Jade und die Grundkarte. Die stempeln wir jetzt innen ja auch direkt. Und diese beiden können jetzt erstmal noch kurz auf die Seite. Dann brauche ich nochmal mein Schmierpapier und dann legen wir auch schon los. Ich fange jetzt einfach mit der Grundkarte an. Und da habe ich mir jetzt rausgenommen den Spruch, besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern. Und vorne drauf kommt schöner Geburtstag, einen schönen Geburtstag. Diese beiden mache ich mit Memento. Ich kann es jetzt auch so machen, dass ich es mir gleich beide aufstempel. Manchmal, habt ihr das gemerkt, bei so großen Blöcken mache ich es automatisch, dass ich mit dem Stempelkissen auf den Stempel gehe. Bei den kleinen mache ich es normalerweise immer so, dass ich es so rum mache. Das könnt ihr auch als kleinen Tipp sagen. Ich finde es bei den großen immer ein bisschen leichter, wenn man große Stempelblöcke hat. Und das kommt jetzt auf meine Innenseite, so ein bisschen unten nach rechts. Naja, möglichst gerade, es geht einigermaßen. Es könnte natürlich besser sein. Und einen schönen Geburtstag, den mache ich auf mein Jadepapier, auch so ein bisschen nach rechts unten versetzt. Ja, und ich versuche auch hier gerade zu sein. Mal gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. Und dann habe ich mir aus den Blüten bei dem Florale Freude, dieser Zungenbrecher, noch diese kleine Blüte ausgesucht, weil die einfach noch füllig ist und die große nehme ich auch mit dazu und die benutzen wir auch gleich. Ja, und ich finde die zusammen in Kombination groß und klein und füllig und nur Umrandung finde ich ganz schön. Und die mache ich jetzt in Bermuda Blau. Und die setze ich mir jetzt innen rein. Einmal so von unten, von der Ecke. Aber mein Bermuda-Blau ist total voll. Das sieht man richtig an der Farbe. Und einmal hier oben noch so als Diagonale. Ist einfach für innen noch ein kleiner Hingucker. Das ist ganz hübsch so. Und dann stempeln wir uns auch gleich den Rest auf. Also einmal unsere Dreierblüte. Das kennt ihr jetzt schon. Hier mache ich es jetzt so, dass ich alle drei mit vollem Stempelabdruck mache. Das kann man immer so machen, wie man möchte. Die stanze ich mir auch gleich aus. Und dann nehme ich noch meine flächige große Blüte. Ups, gucken, dass auch die ganze Blüte benetzt ist. Die ist auch relativ groß, aber da gehe ich lieber ins Stempelkissen. Ich weiß nicht warum, das ist halt einfach so manchmal. Und die stempel ich mir jetzt so ziemlich mittig auf. Und dann noch einmal so ganz leicht von der Seite von oben. Und hier unten, aber da muss man es gar nicht unbedingt hinmachen, weil da kommt nachher unsere andere Blüte drüber. Und den fülligen Abdruck, da nehme ich jetzt den zweiten und gehe hier so noch von oben und unten rein. Seht ihr das? Ich finde, das macht sich ziemlich gut. Sieht sehr schön aus.
Bei meiner ersten Karte habe ich so gemacht, dass ich das beides gleich mache, also beides den ersten Abdruck. Und hier fand ich als Kontrast jetzt das mal ganz schön mit dem zweiten. In der Kamera kommt es nicht so gut raus, aber wenn man es in echt vor sich hat, sieht es richtig cool aus. Gefällt mir richtig gut. Okay, und dann geht's gleich weiter. Ich räume nur kurz meine Stempelfarben auf. Und meine Stanze mache ich natürlich noch einmal. So, und jetzt haben wir ja noch unsere Reststreifen. Und da könnt ihr euch dann orientieren beim Materialpaket. So wird das aufgeklebt. Also nicht die Streifen in dieser Höhe schneiden, sondern die 8 cm müssen wir uns oben anlegen und schneiden uns die einfach in 2 cm breite Streifen. Und hier mache ich persönlich immer so, dass ich lieber die 2 cm auf dieser Seite anlege. Da liegt einfach hier mehr Papier auf und das tut man sich irgendwie, finde ich, nach wie vor einfach leichter. Und dann kann man sich hier eben die 2 cm Streifen noch schneiden. Und auch diese Karte ist natürlich relativ nah am Original, aber hat auch noch ein paar kleine Feinheiten. Ich zeige euch jetzt mal nochmal das Original. Und vielleicht fällt es euch schon auf meiner Karte habe ich hier noch zwei Fähnchen geschnitten. Das fand ich irgendwie noch ganz süß als Auflockerung. Einmal bei dem Safrangelben und dann bei einem Bermuda-blauen Streifen. Und dann kann man die Karte auch schon zusammenbauen. Also ich nehme wieder meine Grundkarte, die ist jetzt auch getrocknet innen drin. Und was ihr jetzt natürlich auch machen könnt, ihr könnt euch die Streifen auch so aufkleben, dass man einfach oben und einmal unten die Spitze hat. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich lasse es aber so, dass es beides nach unten schaut. Das ist irgendwie noch ein bisschen harmonischer, finde ich. Es ist ja eh schon viel los auf der Karte. Wem jetzt dieser gelbe Streifen da so gar nicht reinpasst, der könnte es ja theoretisch auch mit nur mit Bermuda-Blau machen. Also ich lege das mal jetzt so auf. Das ist fast noch ein bisschen auf den ersten Blick harmonischer, weil eben keine weitere Farbe mit reinkommt. Natürlich ist dieses Gelb auch ein kleiner Hingucker und deswegen, ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich habe mich da am Anfang ein bisschen dran gewöhnen müssen, das muss ich schon zugeben. Genau. Und die klebe ich mir jetzt alle nochmal mit Flüssigkleber auf. Auch hier mal ist wieder so, dass ich die äußeren zuerst aufklebe. Hier rechts und links lasse ich ein bisschen breiteren Rand und mich dann oben und unten orientiere. Und dann erst diese beiden und dann diese und dann den, dass ich die so ein bisschen aneinander anpasse. Und hier auch bei diesem großen Etikett mache ich es auch so, da klebe ich ja die ganze Fläche mit Dimensionals an. Und da mache ich auch wieder ein bisschen mehr drauf, dass es nirgendwo so runterknickt oder so. Ich finde das bei so großen Flächen immer ganz schön. Und das setze ich mir jetzt so drüber. Das ist jetzt relativ weit rechts versetzt, aber wir könnten es jetzt auch ein bisschen mittiger machen. Nee, wir machen es schon ein bisschen rechts versetzt, weil wir dann diese Blüte unten dran haben. Und die nimmt das Ganze noch so ein bisschen, umrandet das Ganze noch so ein bisschen. Also setze ich es mir hier ein bisschen weiter über dieses dunklere Blau drüber. Seht ihr das so? Und dann habe ich ja noch meine Blüte. Die habe ich wieder ein bisschen gebogen und in Form gebracht und habe mir unten in der Dimensional reingeklebt. Und die setze ich dann noch so hier unten auf die linke Seite drauf. Und habe dann hier, also die Karte ist relativ hoch, die könnte man auch ganz flach aufbringen, wenn einem das zu hoch ist, weil man natürlich hier schon Dimension hat und hier. Aber an sich sieht das total süß aus. Und dann, mir ist jetzt aufgefallen, ich habe hier noch so einen kleinen Rand von der Unterseite, das kann ich einfach im Nachhinein noch abschneiden. Das stört mich immer so ein bisschen, da schaut das nicht gleich aus. Ich habe da anscheinend nicht so gut gefalzt. Und dann nehme ich noch die Glitzis und gehe mir da noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, wie viele da drauf kommen, vielleicht auch ein paar weniger. Also die hat jetzt nur 3 Glitzis drauf und die hat eben 5 drauf. Das könnt ihr machen, wie es euch besser gefällt. Und das ist jetzt so die zweite alternative Karte zu der Idee von Stampin' Up. Also die sind auch wieder relativ gleich, eben nur mit den Spitzen, mit einer 3D-Blüte noch drauf und mit ein bisschen anderen Hintergrund gestaltet. Genau. Aber ich finde, das ist auch eine schöne Karte geworden. Obwohl ich mich da am Anfang, wie gesagt, mit den Farben ein bisschen schwer getan habe. Aber ich finde, es ist auch eine coole Idee und auch wieder eben eine Karte zum Geburtstag, die man echt super verschenken kann. Und die man auch super machen kann, weil die einfach einfach ist und trotzdem hat man ein schönes Ergebnis. Noch ein bisschen Glitzy drauf und schon sind wir fertig.
mit all unseren Karten. So, ihr Lieben, also das sind meine ganzen Kartenideen. Die Kartenideen von Stampin' Up! Halte ich euch nochmal kurz hier rein. Das sind also diese hier und meine Ideen, die daraus so geworden sind. Ich halte euch nochmal die rein, weil die ist ein bisschen dunkler von dem Farbton. Und hier die hellere Variante. Ich finde die Karten alle sehr schön. Hier die Karte mit dem Einschubfach. Dann die letzte, die wir zusammen gemacht haben, mit der Blüte. Innen mal ohne weißes Papier, auch ein bisschen anders noch. Und dann eben noch diese, die finde ich auch total schön, die Karte. Also ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle Tipps mitnehmen. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch ein ganz paar kleine Tipps mir noch aufgeschrieben, was ich so immer so ein bisschen für die Workshops vielleicht noch weitergeben kann. Ich finde es immer gut, wenn man ein gutes Thema hat. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Also Geburtstag zum Beispiel ist was, was jeder gebrauchen kann. Was eine Stanze dabei hat. Stempelset und Stanze fand ich immer sehr wichtig. Was ich auch gut finde, ist immer Spruch, Stempel und Hintergrundstempel, wenn man das kombinieren kann. Vielleicht auch zu einem Projekt mehrere Ideen zeigen kann. So, wir haben jetzt immer die gleichen Materialien und ganz viele Ideen dazu. Und das, wenn man halt nur drei davon macht oder nur zwei und dann aber noch die anderen zwei zeigt, dann hat man einfach noch ein bisschen mehr Vorstellungskraft. Das ist auch immer sehr gut. Wie man die Stempel reinigt, das könnt ihr auf jeden Fall währenddessen auch noch sagen, dass es okay ist, wenn sie rot sind. Das habe ich euch schon gesagt. Reservepapier immer dabei haben, also Flüsterweiß auf jeden Fall und die Farben, die ihr verwendet. Was ich auch einen guten Tipp finde, ist zum Beispiel nicht zu viele Sprüche und zu viele Farben als Auswahl zu haben. Also beschränkt euch so ein bisschen, so wie wir es jetzt gemacht haben, mit drei Farben ist das absolut in Ordnung. Mit einem Spruchstempelset, wo viel dabei ist und auch beim zweiten Set ist noch ein bisschen Sprüche dabei, dann kann jeder zu seinem Anlass was machen. Gerade wenn ihr zum Beispiel ein bestimmtes Thema habt, wie Hochzeit oder so, das ist ja auch nicht für jeden wichtig oder interessant in dem Moment, dann habt ihr vielleicht noch andere Sprüche dabei und dann kann jeder was mitmachen und jeder was für sich mit nach Hause nehmen, was er gebrauchen kann. Ihr könnt zum Beispiel die Fähnchen ja auch doppeln, dass ihr hier dieses Bermuda-Blau zum Beispiel noch in Untergrund macht, dass ihr euch das Fähnchen genauso zuschneidet und das dann ein bisschen weiter nach unten versetzt aufklebt. Oder eben nur einen blauen Bermuda-Streifen hier unten noch hin oder so. Also ihr könnt alle diese Karten natürlich auch noch abwandeln. Aber ich fand, es ist jetzt ganz gut, es ist eine ganz gute Auswahl und ganz gute Ideen für jeden, der einen Workshop machen möchte. Und natürlich auch für jeden, der einfach nur gerne Karten bastelt und da ein paar kleine Tipps und Kniffs gerne haben möchte. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Ihr konntet was dazulernen und wenn ihr einen Workshop plant oder macht, wünsche ich euch da ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß. Das Wichtigste ist immer, genießt den Abend. Es muss nie perfekt sein, wenn ihr mal was vergesst oder wie auch immer irgendwas nicht dabei habt. Ihr werdet euch weiterhelfen können, irgendwie klappt es immer. Und wenn es nicht perfekt ist, dann macht es gar nichts, weil es muss es gar nicht sein. Es muss nur Spaß machen, euch und euren Workshop-Teilnehmern und dann ist alles gut, wenn ihr dann einen schönen Abend habt. Und was ich auch ganz toll finde, genießt die Augen, wenn die Leute ihre eigene Karte sehen und fertig sind und sagen, oh, das habe ich gebastelt, ich kann doch gar nicht basteln und ich habe das geschafft. Das ist so ein schöner Moment. Wenn ihr das genießt, dann habt ihr gewonnen und dann ist alles gut. Also macht euch nicht zu viel Stress. Bereitet euch ganz gut vor, wenn ihr das gerne mögt und ansonsten macht das ganz frei, aber genießt einfach den Abend. Das ist das Wichtigste oder den Tag, je nachdem, wie ihr es macht. Und das war es jetzt auch schon von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch weiterhilft, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder könnt meinen Kanal abonnieren. Natürlich könnt ihr gerne in mein Team einsteigen. Ich freue mich über jeden Teamzuwachs und gebe da natürlich auch Hilfestellung. Auch zum Thema Workshop habe ich noch ein Teamvideo, ein spezielles, das eben nur meine Teammitglieds bekommen und so. Genau. Ja, da bin ich auf jeden Fall für euch da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Habe ich alles gesagt? Ja, ihr könnt meinen Kanal noch abonnieren, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!